Und ich bin immer noch so verdammt wütend. Viel zu lange habe ich über all die Dinge geschwiegen. Warum eigentlich? Klar, es ist nicht einfach, sich die Blöße zu geben. Zu sagen, hey, ich bin eine von den Frauen, du weißt schon, eine von denen, die sich von ihrem Kerl haben fertig machen lassen. Eine von denen, die ins Frauenhaus gegangen ist und dann auch noch zu ihm zurück. Eine, die nach außen hin alles abgewiegelt hat, immer gelächelt und wenn was war, ihn verteidigt hat. Eine, die ständig versucht hat, ihn bei Laune zu halten. Eine, die immer Angst hatte, aber das nicht zeigen konnte. Erst vor ihm. Und dann davor, es alleine nicht zu schaffen. Lange habe ich nur noch Hass und grenzenlose Verachtung für diesen Menschen empfunden. Aber auch das ist verkehrt. Denn damit habe ich letzten Endes nur mich selbst bestraft. Und nicht ihn. Ihm war das egal. Ich lag wochenlang da, monatelang, jahrelang in meinem Bett. Mit so einem Hals und streckenweise mit so einem klopfenden Herzen voller Angst. Ihm ging es gut, mir nicht. Hass ist keine schöne Sache, das weißt du. Und manchmal hatte ich auch sogar Angst, dieser Hass, dieses Gefühl des Hasses zuzulassen, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Auch hinterher nicht. Mitleid kriegt man auch nicht von den Leuten. Ganz besonders nicht, wenn man sagt, ich bin zu ihm zurückgegangen. Bis zum Frauenhaus, das können die Leute noch verstehen. Aber vom Frauenhaus wieder zurück, da hält das Verständnis auf. Und ich gebe zu, früher habe ich auch gedacht, ja, wenn die da bleiben, selbst schuld, ne? Die können doch gehen. Wieso gehen sie denn zurück? Die müssen ja bescheuert sein. Ja, so habe ich gedacht. Da habe ich aber noch gar nichts gewusst von der Symptomatik, die dahinter steht. Ja, das ist so ein bisschen wie so eine Gehirnwäsche. Wie bei so einer Sekte. Und das fängt ganz langsam an. Das ganze System ist auf Kontrolle und auf Angst aufgebaut. Die Kontrolle wird als Fürsorge verkauft. Ich denke, wenn ich dir davon erzähle in den nächsten Folgen, denn für einen ist es zu viel, mir ist es zu viel und für dich ist es auch zu viel Input, dann wirst du vielleicht das eine oder andere bei dir erkennen. Und ja, ich spreche nicht nur dich als Frau an, ich spreche auch dich als Mann an. Denn wenn wir meinen, dass das nur die armen Frauen trifft, völlig falsch. Es gibt sogar, ob ihr mir das glaubt oder nicht, aber es gibt auch Männer, die von Männern geschlagen werden. Und, noch viel gravierender, es gibt auch Männer, die von Frauen geschlagen werden. Ich weiß, das ist schwer zu glauben und ich persönlich kenne jetzt keinen, aber ich stelle es mir sogar noch viel schwieriger vor. Für eine Frau hat man, wenn überhaupt Verständnis hat, dann noch irgendwie Verständnis. Ich kann mir vorstellen, dass dann beim Mann gesagt wird, boah, du Waschlappen oder irgendwas in der Art, ne? Was bist du für ein Kerl, lässt sich da von der fertig machen. Und mit fertig machen meine ich auch nicht nur so körperliche Gewalt. Das Ganze fängt ganz anders an. Das ist nicht so, dass der Typ oder die Frau gleich kommt, die einen reinhaut, hi, ich bin, ne? Der und der. Nee. Das fängt meistens ganz anders an. Mit totalem Interesse. Wo ich auch dachte, wow, nach all der Zeit, ey, endlich mal einer, der sich total für mich interessiert. Hammer. Ja.
Geschenke. Es kann auch sein, dass er dir Geschenke macht. Wahrscheinlich sogar teure Geschenke. Bei mir waren es teure Geschenke. Ich stehe total auf Pflanzen. Er hat mir ganz teure Pflanzen gekauft, Palmen. Und ja, teures Parfüm. Ich meine, wer freut sich nicht? Fakt ist, wenn solche Sachen beginnen, beginnen die nicht gleich mit einem Schlag. Im Gegenteil. Derjenige, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, der vergöttert dich erstmal. Der hebt dich auf so ein Podest. Ne? Und es ist klar, dass kein Mensch perfekt ist und auf diesem Podest bestehen kann. Und sobald du dann irgendeinen Fehler machst, seiner Meinung nach oder ihrer Meinung nach, ist dann seine Enttäuschung da und du darfst es ausbaden. Tja, bevor ich damals ins Frauenhaus ging, habe ich im Internet ganz verzweifelt gesucht, weil ich wusste nur, ich habe Angst, ich wusste aber nicht wieso. Und ja, ich bin dann auf ein Forum gestoßen für misshandelte Frauen und habe dort zum ersten Mal über diese ganze Symptomatik gelesen und dachte, als die erzählt haben, ja, das, genau das kennst du. Ja, das ist ja wie meine Geschichte. Und das hat mir echt geholfen. Erst habe ich dort anonym gelesen und dann irgendwann mitgeschrieben. Aber irgendwie war es nicht das Gleiche, wie wenn ich jemanden gesehen hätte. Weißt du, nicht so anonym. Das ist alles anonym, ist ja auch klar. Die Frauen haben Angst, die Männer haben Angst. Da steht so viel auf dem Spiel. Ich habe das einer Bekannten von mir erzählt und die erzählte mir dann auch ihrs und sagte, ja, ich kann das nicht erzählen, meine Kinder. Ja, meinst du denn, deine Kinder kriegen das nicht mit? Über alles wird geredet. Über alles. Wirklich, es gibt ja fast überhaupt kein Tabu. Selbst diese MeToo-Sache ist gelaufen wie, weiß ich nicht. Aber darüber wird immer noch geschwiegen. Und das ist nicht richtig. Ich finde, das muss aufhören. Und ich stelle mich hin und sage, okay, ich war eine von den Frauen. Ich erzähle das zum Teil für mich, um es nochmal durchzugehen, weil ich habe es noch nicht verarbeitet, ehrlich. Und ja, letzten Endes erzähle ich es auch für dich. Vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen wieder. Vielleicht ist es so, dass du gerade jemanden kennenlernst und es fängt ja immer ähnlich an. Und du entdeckst dann so Verhaltensweisen und kannst es vielleicht rechtzeitig stoppen. Sagen, halt, ja, bist vorsichtig. Ich meine, über sowas wird man nicht aufgeklärt. Es gibt zwei, drei Bücher und das gehört nicht zur Standardlektüre über dieses Thema, ja. Das ist irgendwie ein totales Tabu und das kotzt mich an. Sorry, kotzt mich an. Das darf nicht sein. Das darf kein Tabu mal sein. Ja, und dann mache ich den Anfang. Eben. Mit meiner Geschichte. Ich hoffe, dass sie dir hilft, dass wenn du dich in einer solchen befindest, in solch einer Beziehung, destruktive Beziehung, zerstörerisch nennt man das, dass du vielleicht siehst, wie die Mechanismen dahinter funktionieren, ja? Das ist Manipulation. Die Person manipuliert dich. Erst ganz subtil. Das kriegst du erst gar nicht mit. Aber vielleicht entdeckst du das eine oder andere bei dir wieder. Ja, und das ist der erste Schritt. Erkennen. Erkenne das. Der zweite Schritt ist dann, gehe. Und das sage ich jetzt mal so einfach. Weil so einfach ist es nicht. Ja, da steht viel auf dem Spiel. Meistens sind Kinder mit dabei. Drohungen, Existenzängste. Kannst du dir vorstellen, ich habe in einem Haus gewohnt mit ihm. Mit Swimmingpool. Der Garten hatte viele Palmen. Ein großes Haus. Alle waren neidisch auf mich.
Das habe ich stehen lassen. Aber nicht beim ersten Mal. Das war nicht so einfach. So der Sprung ins, du weißt ja teilweise gar nicht, ob du deine Sachen noch kriegst, ja. Einfach zu gehen. Es dauert leider sehr lange, bis man an den Punkt kommt, wo man endgültig geht. Und wenn du es beim ersten Mal nicht schaffst, wie gesagt, ich habe es auch nicht geschafft. Man sagt, im Durchschnitt dauert 7 Mal, bis eine Frau oder ein Mann endgültig geht. Ja. Bei mir waren es jetzt keine 7 Mal, aber auch nicht das erste und auch nicht das zweite und auch nicht das dritte Mal. War schon öfter. Ja. Und wie fang's an? Ich habe ja bisher meine Geschichte so ein bisschen erzählt und von dem letzten Typ davor, der mich dann abserviert hat, weil ich nicht war, wie ich war. Der mit meiner Krankheit nicht zurechtkam. Naja, mein Vater, der sich auch von mir distanziert hat. Und ich habe viel an mir gearbeitet, aber irgendwann war ich auf so einer Single-Börse, so Friend Scout, kennt ihr vielleicht. Gibt auch viele andere Parship und weiß ich, wie die alle heißen. Völlig egal. Und ja, da waren viele Typen, die mich angeschrieben haben, aber denen habe ich nicht geantwortet. Einer war aber da und das passte, der hatte so einen Gesichtsausdruck, so ganz ernst, bisschen traurig. Das hat mich angesprochen, weil ich in mir drin auch irgendwie traurig war über das, was alles passiert ist. Auch über die Einsamkeit. Ich dachte, hey, vielleicht eine verwandte Seele. Wer weiß. Ich habe ihn aber nicht gleich angeschrieben. Er war ein bisschen älter. Nicht, dass mich das jetzt sonderlich stört, aber ja, ich habe erstmal nur ein bisschen geschaut. Ja, und irgendwann habe ich ihn dann doch mal angeschrieben, habe ich mir ein Herz genommen und sagte, komm, schreib den mal an. Und dann schrieb er mir, dass er zu seinen Gewächshäusern fährt. Und ich bin ja nun mal jemand, der liebt Garten, Pflanzen. Und ich dachte immer nur, wenn ich einen Mann habe, ich möchte gern Gärtner, ne? Ich liebe das, das ist einfach meine Passion. Und er sagt, also er schrieb, ich fahre zu meinen Gewächshäusern. Das war ja für mich wie so ein Startschuss, wo ich dachte, ja. Es war einmal total dämlich. Ich bin da einfach hingefahren. Also, ja, Vernunft ist anders, ne? Einfach aufs Fahrrad hingefahren zu seinen Gewächshäusern, hätte ja sonst was sein können. Aber das ist mein zweites Problem. Ich bin halt sehr spontan. Und durch diese spontane Begeisterung habe ich mich schon in verdammt viele Schwierigkeiten gebracht. Tja. Und ja, ich habe es als Gutes oben gesehen mit den Gewächshäusern, bin dann dahin. Und ja, als wir uns trafen, habe ich ihm auch gleich alles erzählt, wie ich ja gesagt habe, wo ich sagte, ich lasse mir nie wieder vorwerfen von einem Mann oder von überhaupt einem Menschen, von einem zukünftigen Partner, ich wäre nicht ehrlich. Ich habe gleich gesagt, das ist Fakt, ich habe Brüse und psychische paar Schwierigkeiten, ich bin depressiv, habe mich mal selbst verletzt, dies, das, jenes und habe auch gefragt, kommst du damit klar? Ist das Problem für dich? Ich meine, stell dir mal vor, ja, da geht jemand hin und macht sowas. Also heute würde ich auch denken, Mann, Mädel, das war schon ziemlich crazy. Aber er sagte, habe ich kein Problem. Und dachte ich, super, top. Hat ihn gar nicht interessiert, keine Vorurteile. Dachte ich, das, wenn das jetzt mal nicht ein Glücksgriff ist, ne? Ja. Und so begann das Ganze. Und in den nächsten Teilen werde ich die Geschichte, die ich schon angedeutet habe, nach und nach erzählen. Ja, soweit erstmal. Bis zum nächsten Mal.